Vor ein paar Monaten habe ich eine Website programmiert, die in kürzester Zeit viral gegangen ist. Über 10.000 BesucherInnen innerhalb der ersten Stunden, zahlreiche Social-Media-Posts und sogar große News-Webseiten haben darüber berichtet. Direkt nach Veröffentlichung gab es so viele Zugriffe, dass der Server einfach dicht gemacht hat. Virenschutz. FlyNice.de wurde tausendfach geteilt. Aber wieso? Was führt dazu, dass sich bestimmte Inhalte über das Internet so rasend schnell verbreiten? Und was können wir aus dem Beispiel von FlyNice lernen? Das möchte ich mit euch heute gemeinsam herausfinden. Es heißt nicht umsonst, ein Video geht viral, denn wenn man möchte, könnte man die Verbreitung von Informationen über das Internet mit der Ausbreitung eines Viruses vergleichen. Auch hier könnte man eine Reproduktionszahl definieren, die angibt, mit wie vielen weiteren Menschen ein Inhalt im Durchschnitt geteilt wird. Und wer das Video schon gesehen hat oder geteilt hat, der ist immun, denn das triggert dann einfach nicht mehr so sehr. Das ist nämlich ganz wichtig. Virale Inhalte triggern Emotionen. Professor Jonah Berger von der Pennsylvania University hat den Zusammenhang zwischen den übermittelten Emotionen von New York Times Artikeln und deren Viralität untersucht, also wie oft ein Artikel weitergeleitet wurde. Er und sein Team haben herausgefunden, dass positive Emotionen grundsätzlich eine höhere Viralität verursachen als negative. Wir wollen unsere Freunde halt lieber froh machen als traurig. Das heißt aber nicht, dass negative Emotionen keine Viralität verursachen. Es kommt genau auf die Emotion an. Genauer gesagt darauf, wie sehr sich die Emotion auf das physiologische Arousal auswirkt. Arousal ist ein englischer Begriff aus der Psychologie und Physiologie. Er bezeichnet den allgemeinen Grad der Aktivierung des zentralen Nervensystems. Charakteristische Merkmale sind unter anderem Aufmerksamkeit, Wachheit und Reaktionsbereitschaft. Mit einem erhöhten Arousal und damit einer erhöhten Aktionsbereitschaft kommt es öfters zum Weiterleiten von Artikeln, da es sich dabei ja um eine aktive Tätigkeit handelt. Aus diesem Grund wirken sich verschiedene Emotionen unterschiedlich stark auf die Viralität eines Artikels aus. Negative Emotionen wie Traurigkeit senken das Arousal, wohingegen Angst und Wut es steigern. Darin lag vermutlich auch einer der Erfolgsfaktoren von FlyNice. Denn der Link wurde auch von Gegnern der Klimabewegung geteilt, weil sie über die scheinbare Doppelmoral wütend waren. Okay, aber was ziehen wir jetzt daraus? Für die Wissenschaftskommunikation vor allem das: Wir dürfen die psychologische Perspektive nicht außer Acht lassen. Wenn wir in Krisenzeiten wie dieser als WissenschaftlerInnen richtungsweisend sein wollen, dann müssen wir bei unserer Kommunikation auf die Bedürfnisse der Menschen achten. Außerdem haben wir gelernt, Arousal ist key. Wenn wir also auf wichtige Themen wie den Klimawandel aufmerksam machen, dann kann das Spiel mit der Angst und Sorge funktionieren. PopulistInnen können das aber in der Regel auch sehr gut. Deshalb lieber auf eine positive Verpackung setzen. FlyNice wurde größtenteils als eine witzige Aktion wahrgenommen und hat deshalb sogar unter KlimawandelleugnerInnen Respekt geerntet. Aber auch Interaktivität ist super wichtig. Wer die Nachricht von FlyNice weitergeleitet hatte, war automatisch Teil eines Clubs der Wissenden, die von nun an weitere Ahnungslose veräppeln konnten. Die Wissenschaft dagegen ist viel zu oft einfach nur eine Blackbox, an der nur Eingeweihte mitwirken können. Und genau das ist der Grund, warum die Klimabewegung das erreicht hat, was die Wissenschaft jahrelang nicht geschafft hat. Sie hat den Klimawandel überall präsent gemacht, weil sie auf der einen Seite die Gefahren klar kommuniziert hat und auf der anderen Seite mit Fridays for Future eine riesige partizipative Plattform geschaffen hat, die auch für Spaß an der Sache steht und Bedeutung schafft. YouTuberInnen wie MyLab und Co. haben gezeigt, dass man auch mit Wissenschaft viral gehen kann. Aber selbst wenn das nicht funktioniert, ist das nicht schlimm. Wir können trotzdem versuchen, unsere Inhalte ansprechender und damit ansteckender zu gestalten. Und ich bin überzeugt davon, dass wir das schaffen können.